Flipkip Talk hat heute Besuch von Professor Annika Schach von der Uni Hannover. Frau Schach, das Zeitungssterben verändert die Arbeit der Unternehmenskommunikation. Das heißt, die Fläche, auf der ich als Unternehmen meinen Botschaften zielen kann, die wird gefühlt immer kleiner. Stimmt das so und was bedeutet das für Kommunikatoren? Ja, also es ist prinzipiell natürlich so, dass es einen Medienwandel gibt und das wird natürlich auch gerne immer damit gleichgesetzt, dass die PR eine aussterbende Disziplin ist, was ich aber nicht unterschreibe, denn es ist ganz einfach so, dass PR ja eigentlich schon immer das Management, das strategische Management von Beziehungen war und auch wenn man heute vielleicht weniger mit Journalisten zu tun hat, ist es natürlich so, dass man dennoch noch seine strategischen Zielgruppen, seine Anspruchsgruppen ansprechen muss. Und es wird also nicht weniger kommuniziert, sondern eher mehr. Und wenn man das jetzt mal auf die Kommunikation bezieht, beziehungsweise auf die Kommunikatoren, was muss man beachten? Ist es natürlich so, dass man in der Konzeption bereits schauen muss, welche Anspruchsgruppen sind für mein Unternehmen wichtig? Wo finde ich die? Welche Allianzen gibt es beispielsweise? Oder welche Meinungsführer auch? Das hat sich sicherlich verändert. Und ganz wichtig ist es natürlich auch zu überlegen, mit welchen Themen kann ich sie ansprechen, also in welchen Kanälen halten sie sich auf, welche Themen interessieren sie wirklich. Und da geht es also gar nicht mehr darum, dann sich ausschließlich auf die Medien und auf die Journalisten zu konzentrieren, sondern wirklich direkter in der Kommunikation zu gehen. Und das ist auch eine Aufgabe, die eben die PR natürlich auch für sich beanspruchen kann, weil sie schon immer über Themen gegangen sind, über verschiedene Inhalte. Und womit ich mich beschäftige, ist eben auch gerade die Ansprache. Nämlich die Stilistik, wie kann ich in unterschiedlichen Textformaten verschiedene Zielgruppen erreichen. Und das ist eben eine spannende Aufgabe, die die Kommunikation auch hat und die sich sicherlich dann auch nochmal verändern wird. Textformate und Stilistik, bedeutet das, dass PR, Werbung und Marketing immer näher zusammenrücken? Also wo sind denn überhaupt noch Grenzen und wo sind Schnittstellen? Ja, also ich würde schon sagen, dass PR und Marketing natürlich stärker zusammenwachsen und man kann das ganz gut, ich beschäftige mich ja mit Textsorten, mit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit verschiedenen Textformaten. Und da kann man ganz gut zeigen, dass an diesen Textsorten, dass es verschiedene Mischformen gibt beispielsweise. Wenn man sich heute anschaut, Advertorials, Gewinnspiele, Medienkooperationen, da finden sich eben sowohl werbliche als auch informative Einflüsse. Ich beschäftige mich mit der Textlinguistik, wo es verschiedene Textfunktionalitäten gibt. Und früher war es so, man hat eine informative Pressemitteilung, man hat vielleicht eine werbliche Imagebroschüre, das ist heute sehr, sehr differenzierter. Das heißt, man findet in den PR-Texten heute beispielsweise auch eine Kontaktfunktion, wenn man nämlich Dialogtexte schreibt für Blogs beispielsweise oder im Bereich soziale Netzwerke. Man findet aber wiederum auch Obligationsfunktionen, das heißt, wenn man sich Compliance-Kommunikation, Code of Conduct, Social-Media-Richtlinien anschaut, findet man da ganz unterschiedliche Textfunktionen. Das heißt, auf der einen Seite wachsen diese Bereiche zusammen. Auf der anderen Seite findet aber auch eine Differenzierung statt. Das heißt, die Textaufgaben werden sehr, sehr vielfältiger. Und da wird es dann auch die Aufgabe der PR sein, dann eben zu schauen, wie kann man diese verschiedene Textaufgaben gut lösen, dass man eben den Text auch nicht nur quasi als geschriebenes Papier sieht, sondern eben entweder geschrieben oder gesprochen und auch als strategisches Instrument einsetzen kann, um eben seine Botschaften dann auch in der direkten Kommunikation zu vermitteln. Mhm. Welche Medien und Formate sollte ich denn anno 2015 besonders im Blick haben? Also wo liegen die größten Chancen für die Unternehmenskommunikation? Ja, also ich kann natürlich nicht sagen, ich bin kein Trendforscher, welche Formate, welche Kanäle besonders ansteigen werden oder was da besonders gefragt sein wird. Was ich sehen kann aus meiner Sicht, ist eben, dass die Textkompetenz ganz, ganz wichtig ist und sicherlich auch gerade jetzt in der akademischen Ausbildung darauf eingegangen werden muss, dass man eben unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Vertextungsstrategien auch bedient. Also wenn man früher eine gute Pressemitteilung
Mitteilung schreiben konnte, heißt das heute noch lange nicht, dass man die verschiedenen Textaufgaben auch lösen kann. Also das wird eine wichtige Baustelle sein, sage ich jetzt mal, sowohl für Agenturen, Unternehmen, aber eben auch für die akademische Ausbildung, dass man sich mit diesen unterschiedlichen Kanälen auch überhaupt beschäftigt. Da gibt es nämlich noch sehr, sehr viel Nachholungsbedarf, was die akademische Auseinandersetzung mit verschiedenen Textformaten angeht, dass man das eben gut aufbereitet und dann wirklich auch den Text dazu nutzt, auch strategische Ziele zu erreichen, weil die beste PR-Idee funktioniert nicht, wenn sie irgendwie schlecht vertextet ist oder wenn sie schlecht kommuniziert wird. Und das ist eben eine ganz, ganz große Herausforderung, die man sowohl dann in der Ausbildung als auch in Agenturen leisten muss. Okay, herzlichen Dank.